Und damit willkommen zurück hier in meinem Mixi-Universum. Ich bin der Shintwaga und schön, dass ihr auch jetzt bei der neuesten Episode wieder dabei seid. Ja, mal wieder hat der gute Ronolein mir einen kleinen Tipp gegeben, denn ich habe mich ja gefragt, was eigentlich mit den ganzen Raketen und was weiß ich alles, was es da noch so gibt, funktioniert. Was man mit, oder beziehungsweise nicht was funktioniert, sondern was mit denen passiert. Ich habe ja immer in das Lager von den beiden Schiffen geschaut. Okay, ich ahne. Die Nexus Narnia ist mal wieder im internen... Ach nee, die ist ja in Hattequas Entscheidung. Da kann ich mich auch dahin teleportieren, genau. Aber ja, die ganzen Raketen und so weiter sind ja auch keine... Hattequas Entscheidung. Sind ja auch keine... Containerware, die also jetzt quasi in dem Lager angezeigt werden, im Containerlager. Deswegen muss ich tatsächlich mal schauen. Na, also hier hätte ich jetzt gedacht, dass man dann sieht, dass dann irgendwas drin ist. Scheint aber nicht der Fall zu sein, aber ins interne Lager von mir, also in meinem Depot, wird es halt auch nicht abgelegt. Deswegen lasse ich den jetzt mal hier entladen. Und anschließend mal an das Ausrüstungsdock fliegen. Ah. Ja gut, das Problem ist natürlich, dass es jetzt ein Wiederholungsbefehl, den ich dann unterbrechen würde. Das ist natürlich doof, dann muss ich den wieder von vorne machen. Wäre jetzt nicht so das Problem. Aber solange er ja noch hin und her fliegt, sammelt er ja noch Sachen auf. Von daher lassen wir das dann jetzt erstmal so. Gut. Aber ja, da muss ich auf jeden Fall mal gucken und Zeit zu Zeit dann mal die Raketen und so weiter an so einen Ausrüstungsdock dann halt mal verkaufen. Sofern die dann wirklich nichts mehr aufsammeln sollten. Aber bisher scheinen sie es ja noch zu machen. Gut, so, die Nexus Narnia soll jetzt mal in den Argonenraum fliegen. Das Schiff wird bald abdocken. Da hinten sehen wir auch noch das Sonnenkraftwerk XL. Theoretisch könnte ich da wirklich noch weitere Paneele dran bauen. Aber ich denke mal, das sollte sich jetzt erstmal ausgehen. Halbwegs, dass ich da, dass da ein bisschen was vorangeht. Ja, und die nächste Mission ist jetzt definitiv, ja, die Rechnung mit dem Vigor-Syndikat zu begleichen. Aber da fehlen noch einige Millionen für die Jäger, die ich dann dieses Mal definitiv mitnehme und hoffe, dass es dann besser läuft. Geplant sind 40 leichte Jäger der Nova-Klasse und 20 schwere Jäger der Quasar-Klasse. Dementsprechend schon halbwegs ausgerüstet. Ja, und je nachdem, ob ich es dann noch abwarten kann oder nicht, eventuell noch ein paar Metal-Bomber dazu, die ich dann aber erst eigentlich auf die Station losschicken würde. Das Problem wird sein, wenn ich die so weit zuweise, oder ja, ich muss die aber zuweisen. Oder ich lasse die hier in der Übersicht und lasse die einfach so andocken. Weil, ja, die Jäger lasse ich auf Verteidigung der Shintoaga Majestic. Und die anderen, die ja, müsste ich manuell eigentlich starten. Das Problem ist, wenn ich die auf mit dem Angriffbefehl erreiche System Argon Prime. Wobei, das könnte ich machen, weil dann starten die halt auch, sobald ich einen Angriffsbefehl dem Schiff gebe. Aber ich kann ja trotzdem erstmal in die Nähe der Station fliegen und den Angriff noch gar nicht anweisen. Na, das muss ich mal sehen, wie ich das dann mache, aber da fließt jetzt noch einiges den Highway runter. Wir gucken mal, ob wir jetzt hier noch ein paar Missionen haben. Hier zum Beispiel Satellitennetzwerk aufbauen. Erwarte Befehle.
Ja, hier gäbe es einige Seminare, aber so geldtechnisch. Ich weiß gar nicht, habe ich den Lasertürmer an Bord? Fünf Stück, ja, ist die Frage, wie viel muss ich aussetzen? Das steht bei der Mission, glaube ich, wieder nicht mit dabei, ne? Sehe ich jetzt erstmal nicht, aber gut, wir nehmen es jetzt erstmal an. Finde Container. Oh, den darf ich dann wieder aufmachen, ne? Nemesis, Verteidiger. Autopilot eingeschaltet. Naja, gucken wir mal, kriegen wir schon hin. Ist auf jeden Fall wieder ein bisschen Kohle und ja, im Hintergrund wird ihr dann auch fleißig weiter Geld verdienen. Dann schauen wir mal, wie schnell das. Ja, das war irgendwie klar. Irgendwie war das klar. Und jetzt mal gezielt wegteleportiert, ist eigentlich auch eine elegante Lösung. Bisher hat es ja eine Weile gedauert, bis man sich dann wieder losgeeist hatte. Aber diesmal sind wir offiziell wegteleportiert worden, so wie es ausschaut. Aber massiv Schild haben wir trotzdem dabei verloren. Aber es war ja im Ansatz mal wieder zu sehen. So. Wir schalten mal auf nur einen Laser. Mal gucken, ob wir das aus dem Schiff noch erledigen können oder ob ich dann in den Raumanzug gehe. Autopilot ausgeschaltet. Unbekanntes Objekt. Da haben wir noch schon. So, schauen wir mal, ob wir das so hinkriegen. Im Raumanzug ist es natürlich sicherer. Da können wir mit unserem Handlaser nicht so viel kaputt machen. Boah, der bewegt sich aber schnell. Na, schauen wir mal. So, ich glaube, so ist gut. Dann schauen wir mal, was wir machen können. Wahrscheinlich geht es wieder schief. Ah. Moment, ich muss das mal ein bisschen besser ausrichten, sonst habe ich hier irgendwie, macht er hier gerade. Ja, was ist das denn? Das ist viel zu. Warum zickt der so rum jetzt? Seht ihr das? Das ist da irgendwie. Und der lockt sich irgendwie da ein schon scheinbar, aber irgendwie ist das nicht so, wie ich das will. Aber hat funktioniert. Haha! Fruchtsalat! Darf ich den behalten? So, gibt es hier jetzt einen zweiten Container, nehme ich mal an. Ich nehme mal an, dass wir hier noch einen zweiten Container finden. Da ist er. Unbekanntes Objekt. Ich schätze mal, dass wir es aber abgeben müssen. Ob das so passt. Ne, da gehen wir noch mal
Na toll. Ah, ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es so. Und vor allem noch Hülle beschädigt so massiv. Ja gut. Mit meinem anderen Schiff wäre ich jetzt platt gewesen, aber es ist die ganze Mission wahrscheinlich weg, ne? Ja, noch nicht ganz. Aber das dürfte bedeuten, gut, da kriegen wir jetzt kein Geld für. Wir sollen noch einen Laserturm aufstellen, das kriegen wir hin. Aber es heißt ja gleichzeitig, wir können den Fruchtsalat behalten. Ja, ist natürlich mit so modifizierten Waffen natürlich echt schwierig. Denn man sieht es ja, man trifft dann einmal nicht und schon fliegt das ganze Ding. Ganze Ding in die Luft. Vielleicht dann doch mit dem Handlaser machen. So, das kann auf jeden Fall meine Service Crew, die paar, die ich hier noch an Bord habe, auf jeden Fall auch noch was tun. Erreiche System. Weiter Kontakt. Also ein Laserturm passt. Wir haben 5 dabei. Muss halt nur bei Gelegenheit dran denken, das auch wieder aufzufüllen. Naja, und trotzdem war es so nicht geplant. Ja, also sicherste Variante ist definitiv mit dem Handlaser vom Raumanzug zu arbeiten. Autopilot ausgeschaltet. Okay, na dann. Nee, das ist militärisch. Gute Arbeit. So, jetzt haben wir die nächste. Nächsten Container. Autopilot eingeschaltet. Ja, sollte aber diesmal irgendwie gelingen, weil da gibt es ja die meisten Knete für das bisschen Laserturm aufstellen. Meine, ja, Kleinvieh macht auch Mist, aber naja. Für das, was ich jetzt noch vorhabe, muss ich jetzt noch ein bisschen Kohle zusammenbekommen. Hilft nichts. Erreiche System. Reiner Blick. Oh, bin schon da. Autopilot ausgeschaltet. Hier wird gefightet. Und zwar. Orgo, Verteidiger, Elite, Angreifer. Ja, der Heilige Orden nehme ich Orgo, mal an. Ja. Verteidiger, Elite, gegen die Argonen. Angreifer. Der Krieg ist also immer noch da. Unbekanntes Objekt. Der Krieg ist also noch im vollen Gange, aber es ändert sich auch nicht. Ich glaube, es gibt auch gar keine Friedensverhandlungen, dass ein Krieg aufhören kann im X-Universum. Also die Fraktionen, die im Clinch liegen, die bleiben auch im Clinch. Und die, die nicht im Clinch liegen, geraten auch nicht aneinander. Also es kann, glaube ich, nicht passieren, dass die Teladi und die freien Familien zum Beispiel gegeneinander ins Felde ziehen. Das geht, glaube ich, nicht. So, Moment, das könnte jetzt einer sein mit nur einem Schloss, oder? Ne, 10. Oh, Leute. Gut. Hallo. Nemesis, Verteidiger. Wir machen das jetzt definitiv so. Ersticken Sie am Vakuum. Denn da Sicherheitscontainer. Bräuchte er schon einige Schüsse, bis ich das ist doch nur ein großer, oder sehe ich das falsch? Dreht sich auf jeden Fall wieder massiv. Ja, aber ich bräuchte einige Schüsse mit dem Handlaser, um da was kaputt machen zu können.
Aber trotzdem muss man aufpassen. Oh ja, doch, da sind die ganzen. Trotzdem muss man aufpassen. Ich weiß gar nicht, wie nah ich da ran muss. Auf jeden Fall, wenn das Ding hochgeht, bin ich auf jeden Fall Matsch. So. Dann schauen wir mal. Boah, ist das schnell. Oh, von wegen, ich kann da mehrfach drauf schießen. Ja, das geht in die Hose. Naja, noch habe ich ein bisschen. Erst. Oh ne, Leute. Okay, ich versuch's, aber das. Ne. Ne, Leute. Das, das bringt nichts. Da dreht sich zu schnell und irgendwie packe ich das gerade nicht. Das ist mir jetzt nicht wert. Der hat schon viel zu viel Hülle verloren. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so ein spezieller Sicherheitscontainer ist. Nemesis, Verteidiger. Aber ich hatte den Eindruck, bei den anderen konnte ich da mehr draufballern. Irgendwie, keine Ahnung, ist das nichts mehr für mich mit dem Container aufmachen. Also, wenn er auch 10 Schlösser ist, ist auch arg übertrieben. Nee, das. Der dreht sich auch viel zu schnell. Ich meine, klar, ein bisschen vorhalten und so weiter, aber ich habe es ja eben schon probiert. Irgendwie ist es auch gerade mit den Zielen zu clunky, keine Ahnung. So, und das können wir jetzt erst machen, wenn. Ja, wenn wir die vorige abgestellt haben. Wir könnten jetzt den Container zerstören. Ich weiß halt auch nicht, ob das Minusruf gibt. Sicherheitscontainer. Ob das Minusruf gibt. Zu werden. Nee, erwarte ich nicht. Aber habe ich jetzt dafür Ruf verloren? Sieht nicht so aus. Aber ich sehe auch nie, wenn ich welchen bekomme. Aber jetzt kann ich Autopilot den Laserturm wenigstens noch absetzen und wenigstens da noch ein bisschen Kohle für kriegen. Boah, krass. Ja, aber gut. 10 war jetzt auch wirklich arg übertrieben. Ja, das ist halt der Nachteil, ne? Von diesen ganzen zufallsgenerierten Missionen. Aber ich will mich jetzt auch nicht beschweren. Erreiche System. Weiter Kontakt. Erreiche System. Einer Blick. Ach, der Autopilot. Ausgeschaltet. Erreiche System. Gesegnete Vision. Junge, da läuft ja wieder gar nichts gerade. Also, Autopilot einfach vergessen. Sondern einfach manuell fliegen. Erreiche System, einer Blick. Weiter Kontakt. 7. Ja, was will man machen, ne? Erreiche weiter Kontakt 7. So, schon mal hier gucken, ob irgendwelche Missionen sind.
Kopfgeld ausgesetzt für 622, das ist doch was für mich. Pack von grüne Schuppe, Seeschwalbe, Verteidiger. Die nehmen wir an. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Wir machen jetzt aber erstmal nochmal. Wo ist denn jetzt? Da, die machen wir erstmal. Bei PGS können wir keinen Ruf verlieren. Zwar auch nicht gewinnen, aber. Eine Seeschwalbe dürfte ein Transporter sein. Das sollten wir hinkriegen. Die sind zwar auch, je nachdem, bewaffnet, aber. Schauen wir mal. Das sollte klappen und für 622.000 auf jeden Fall. Das ist schon fast wieder eine Nova. Das nehmen wir mit. So, dann wollen sie einen Laserturm. Hier ist der Laserturm. Gute Arbeit. Naja, wenigstens dafür habe ich ein bisschen was bekommen und halt das Seminar. So, ja, ist die Frage, ob wir vorher nochmal reparieren, aber nee, ich glaube, das sollten wir so hinkriegen. Moment, ich soll 6 von denen zerstören. Ja gut, es wäre auch sonst irgendwie. Oh. Ja, ich dachte, das ist ein bestimmtes Schiff, wo ich auch weiß, wo das ist. Jetzt kann ich das ja nochmal suchen, oder wie? Ja gut, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir so schnell nicht aufgeben. Leitsystem aktivieren, dann reparieren wir jetzt erstmal. Eingeschaltet. Und nebenan ist ja eine PGS-Station. Da werden ja einige Schiffe ja, an- und abdocken. Da gucken wir, ob eine Seeschwalben dabei sind. Aber es müssen Seeschwalben sein, auf jeden Fall. Ist jetzt natürlich die Frage, haben die überhaupt aktuell so viele von denen im Einsatz? Weil ansonsten wird es auch wieder schwierig. Ah, wäre auch wieder zu schön, um wahr gewesen zu sein, ne? So eine Seeschwalbe zerstören für 622.000 Credits. Da muss hier irgendwo ein Haken sein. Aber ja, wie gesagt, PGS ist eh ruffest. Da können wir nichts kaputt machen. Nehmen wir also mit. Ich dachte gerade schon. Es sah gerade so aus, ob meine Manticore jetzt irgendwie in Nähe des Hauptquartiers rummacht. Das konnte ich mir irgendwie gerade nicht vorstellen. So, hat die quasi Entscheidung 1. Ah ja doch, jetzt hat das glaube ich gesehen, dass da Container sind. Jo, Lager füllen sich auf jeden Fall. Aber wie wir sehen, der Energiebedarf ist halt trotzdem noch... Also selbst von der Schildkomponentenfabrik kommen noch Energiezellen. Und hier wird sich es wahrscheinlich auch durch einen Transport nicht ausgleichen. Nee. Aber ja gut, wie gesagt, die Erweiterung könnte ja laufen. Dann baue ich da halt jeweils nochmal 2 Paneele dran. Oder mehr, mal gucken. Kümmere ich mich vielleicht gleich drum, wenn ich feststelle, dass gar nicht so viele Seeschwalben unterwegs sind bei dem PGS. Erreiche weiter Kontakt 2 Unruheherd.
mit diesen Verarbeitungspaneleinheiten passiert, das würde mich auch mal interessieren. So, Drohnen sind entweder alle gelandet. Oh, sind sogar schon 8 zerstört oder nicht mehr existent. Da muss ich natürlich auch mal drauf achten, natürlich, dass sie dann irgendwann wieder aufgefüllt werden. Theoretisch müssten die aber von mir selber aufgefüllt werden. Weil, wie gesagt, ich habe ja die... Oh, sind sogar noch mehr kaputt. Ich habe 45 als Zielmenge gesetzt, aber... Es geht doch 45 von 45, komisch. Komisch. Na gut. Vielleicht ein Anzeigefehler. Ja, hier, Schwarze Sonne hat ja alles seinen Anfang genommen. Autopilot. Ausgeschaltet. Erstmal vollständig reparieren, ein bisschen nachfüllen. Na, da wurde aber schnell gescannt im Hintergrund. So, dann wollen wir mal einmal reparieren. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. So, dann holen wir noch mal ein paar Lasertürme wieder rein. Oh, ist vielleicht doch ein bisschen arg übertrieben. So. So, dann würde ich sagen, dann müssen wir, können aber auch noch mal nach oben bauen, nach unten können wir theoretisch auch noch mal bauen. Ich glaube, dann machen wir das jetzt so. Sollte sich ausgehen. Oder habe ich da 2 genommen? Nicht, aber ich habe einen Moment. Bitte Erlaubnis zum Andocken. Den habe ich den eben auch gehabt? Ach, keine Ahnung. So, okay, stopp. Das machen wir anders. Kopiermodul. Kopiermodul. So, und theoretisch, ganz ehrlich, können wir das jetzt auch nochmal nach unten machen. Wenn schon, denn schon. Und zwar. Da, vertikal. Zack. Einmal Kreuz. Und dann einmal
Kopiere Modul. Hallo, was ist hier los? So, jetzt haben wir gleich die ganze Sequenz kopiert. Passt schon, Konstruktionsschiff zuweisen. Bob ist frei. So, also wenn das dann nicht irgendwie sinnvoll ordentlich Energiezellen gibt, dann weiß ich auch nicht. Jetzt ist es wirklich ein XL-Sonnenkraftwerk. Bitte stoppen Sie. Wir werden Ihren Frachtraum scannen. Scannen Sie mich nur. Alles in Ordnung. Sie können Ihre Reise fortsetzen. Gut. Natürlich. Dann werde ich da natürlich aber auch wieder jetzt hier die beiden Transporteure dafür sorgen lassen, dass die fürs Baulager einkaufen. Ja, und dann war es das auch wieder für diese Folge. Dann werden wir mal schauen, ob wir in der nächsten Folge auf die Jagd nach Seeschwalben von dem Pack der grünen Schuppe gehen können. Ich befürchte ja, das wird gar nicht so einfach, aber schauen wir mal. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Seid gespannt, wie es weitergeht in der nächsten Folge und der Tag der Rache mit dem Wieger-Syndikat. Er rückt näher, das kann ich euch sagen. Also, bis dahin, macht's gut, habt noch eine schöne Zeit. Ciao, ciao.